Lasst uns miteinander beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir immer zu dir kommen dürfen, auch jetzt in dieser Stunde, und dass wir unser Herz dir übergeben dürfen. Du bist allein, der das Herz verändern kann, und so bitten wir dich, wie wir gesungen haben, gib uns ein neues Herz. Es heißt hier in diesem Lied, das wir gesungen haben, dass unser Herz erfüllt ist mit Schuld und Sünde und es ist oft böse. Und so bitten wir dich, dass du es ändern möchtest. Und wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen. Amen. So, ihr Lieben, jetzt gehen wir weiter auf der Stufenleiter zum Glücklichsein. Ja? Wir haben schon besprochen, dass wir, das war gerade vorher, ein Herz bekommen, nämlich es geht darum, dass uns der liebe Gott ganz besonders sanftmütig macht. Und diese Sanftmut können wir weitergeben an andere. Und barmherzig, haben wir gesagt, sollen wir sein. Selig sind die Barmherzigen. Und jetzt lesen wir weiter. Es heißt hier in Vers 8, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glücklich sind diejenigen, die ein reines Herz haben, sagt Jesus. Ja, also liegt es an uns, dass wir glücklich sind, wenn wir auf unser Herz achten. Das Problem in dieser Welt ist, dass die Menschen zu sehr auf äußerliche Dinge achten. Ja, es muss die Kleidung rein sein. Es muss die Bluse sauber sein, ich muss sauber sein, mein Körper muss schön sein. Und was macht man nicht alles, damit man schön ist und das sauber ist, damit die Leute einen schön sehen? Macht ihr das auch so, dass ihr euch schön macht? Ja? Also, aber immer wieder geht es nur um Äußerlichkeiten. Nach außen hin muss alles schön sein. Aber dann heißt es, wie es da drinnen aussieht, das geht niemandem was an. Das ist mein Eigenherz und das ist aber das Problem. Denn das war damals auch schon so, dass die Pharisäer, die zur Zeit Jesu gelebt haben, nach außen hin, oh, gute Menschen waren. Ja, wichtig ist nur, dass die anderen sehen, wie gut ich bin und wie gläubig ich bin. Wie nennt man das? Wenn einer nur äußerlich etwas zur Schau trägt, wie nennt man das? Heuchelei. Ja, der heuchelt etwas vor. Weil, was habe ich davon, wenn jemand nach außen hin sehr schön ist und sauber ist? Und Jesus sagt es zu den Pharisäern, ihr seid getünchte Gräber. Ganz ein hartes Wort. Ihr seid angestrichen, weiß angestrichene Gräber. Außen sehr sauber, aber innen voller toter Gebeine. Und das ist das Problem, dass wir immer nur alles nach außen hin schauen, dass wir nach außen hin schauen, dass es sauber ist, dass es in Ordnung ist, aber wie es da drinnen aussieht, das geht niemandem was an. Und jetzt geht es aber Gott um etwas anderes. Es geht Gott um unser Herz. Es geht ihm um unser Innerstes. Und jetzt heißt es eben, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, die nicht nur äußerlich rein eine äußerliche Hygiene betreiben, sondern auch eine innere Hygiene betreiben und innerlich rein sind. Aber das ist das große Problem. Wie kriege ich denn mein Herz sauber? Da habe ich ein Bild vor mir. Müsst ihr euch vorstellen, da steht einer mit einem schwarzen Herzen unter der Dusche. Und er reibt an seinem schwarzen Herzen. Wird er das sauber kriegen? Hast du schon einmal eine Kohle gewaschen? Ja. Ja, und? Wird sauber? Wenn du ein Stück Kohle hast, da kannst du noch so viel Seife nehmen, du kannst noch so putzen, die Kohle wird nicht sauber. Es wird alles nur schmutzig, es wird alles nur schwarz, aber es wird nicht die Kohle sauber. Und so geht es uns auch oft. Was wollen wir nicht alles besser machen in unserem Herzen? Und es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Unsere Herzen sind hart. Man sagt oft hartherzige Menschen. Unsere Herzen sind trotzig.
wie kleine Kinder. Nein, das will ich nicht. Verzagt, ängstlich. Von Natur aus sind unsere Herzen böse, sagt die Bibel. Und jetzt kommt dieses wunderbare Wort, es gibt eine Hoffnung. Nicht du kannst dich ändern, sondern der Schöpfer wird dich ändern. Er ist es, der deine Herzenshärtigkeit verändert. Es ist ein wunderbares Wort aus der Bibel, das wir in Hesekiel Kapitel 36 lesen. Hesekiel Kapitel 36. Und da sagt der liebe Gott durch den Propheten Hesekiel im 36. Kapitel, dass er etwas tun wird, wenn wir ihn nur lassen. Er sagt, ich will euch ein neues Herz geben. Er macht das. Ich will euch ein neues Herz geben. Ich will euch das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die meinen Geboten gehorchen und in meinen Rechten wandeln und danach tun. Ist das nicht wunderschön? Gott macht das. Er sagt, ich will es. Ich bin bereit, es zu tun. Jetzt kommt es nur auf uns drauf an, ob wir auch bereit sind. Was wir brauchen, ist eine Herztransplantation. Ja, aber nicht eine echte, eine mit unserem Herzen im Körper, sondern eine Herztransplantation unseres Denkens, denn das ist unser Herz. Unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen, unser Glaube. Ja, jede Hausfrau weiß, wenn man vom Herzen eines Salates spricht, was meint man denn da? Das Innerste, ja, das Innerste vom Salat. Und dein Herz ist das Innerste in deinem Leben. Das ist dein Denken, ja? Das ist dein Fühlen. Da kommt nicht jeder rein. Du kannst nur höchstens ein bisschen was erzählen, wie du denkst und wie du fühlst. Aber das Herz ist dein Innerstes. Und das ist auch irgendwo das Problem. Denn wie wir denken, so sind wir. Und wie unser Innerstes ist, so wird es nach außen hin auch sichtbar werden. Und wenn du nach außen hin auch eine wunderschöne Fassade hast, da gibt es Frauen, die kleiden sich wunderschön, aber wenn sie den Mund aufmachen und dann reden in ihrer ordinären Art und Weise, dann sage ich, ich möchte die Frau nicht geschenkt haben. In ihrer Lieblosigkeit, in ihrem Grant und so weiter. Das ist das Problem da drinnen. Und manche Männer machen gute Taten. Sie bringen der Frau Blumen, aber sie möchten was damit. Sie manipulieren die Frau, damit sie auch liebevoll ist zu ihnen und ihm ein gutes Abendessen macht. Das Motiv macht die Tat. Ja? Also wir müssen jetzt hineinschauen in unser Herz und müssen hineinschauen in unser Motiv. Wie schauen denn unsere Motive aus? Und oft sind unsere Motive sehr selbstsüchtig, sehr egoistisch. Und das ist unser hartes Herz. Und keiner von uns kann sein Herz ändern. Auch das normale, biologische Herz können wir nicht ändern. Oder könnt ihr euch selber eine Herztransplantation machen? Könnt ihr sagen, na, das schneide ich heute auf und dann mache ich da auf und dann hole ich das Herz raus und tue mal anders rein? Geht nicht. Und genauso wenig wie du das biologische Herz ändern kannst, kannst du dein Inneres, dein Denken ändern. Aber du kannst eines machen. Du kannst zu Jesus kommen und sagen, lieber Herr Doktor, bitte mach das in meinem Leben. Denn der Herr Doktor kann das. Und dann wirst du einschlafen, kriegst deine Narkose und dann wird er an dir arbeiten. Und so ist es auch im Glaubensleben, dass Gott sagt, komm her zu mir. Ich will euch ein neues Herz geben. Und dieses neue Herz ist ein neuer Geist, ein neues Denken, eine neue Einstellung, die ich habe.
Und die kriege ich von ihm, von dem Herrn unseres Schöpfers. Er ist es, der uns verändert. Und wir wissen, dass das sehr eng zusammenhängt schon mit der ersten Seligpreisung, wo er gesagt hat, was sollen wir tun? Unser Herz ausleeren vor Gott, uns zerbrechen. Und wir erinnern uns noch an den Text in Jesaja 57. In Jesaja 57, wo der Prophet Jesaja sagt, dass Gott, der große Schöpfer, Jesaja 57, er wohnt im Himmel, er wohnt im Heiligtum und wo wohnt er noch? Ja, aber nicht in jedem Herzen. Bei denen, die ein zerschlagenes Herz haben, bei denen, die ein demütiges Herz haben, die einen zerbrochenen Geist haben, damit ich ihn erquicke und den Geist der Gedemütigten, damit das Herz der Zerschlagenen wieder heil wird. Das heißt also, wir müssen etwas tun und Gott macht etwas. Um ein neues Herz zu bekommen, müssen wir unser altes Herz zerbrechen und sagen, nein, das darf nicht sein, das ist so egoistisch, das ist so lieblos, das darf mich nicht beherrschen. Und jetzt komme ich dann mit einem zerschlagenen Herzen, weil ich sage, so wie der David dann bereut hat seine Sünde und gesagt hat, lieber Gott, bitte, mein Herz, verändere es du, ich bin so böse, ich habe so gesündigt, bitte vergib mir. Denkt an die zweite Seligpreisung, wer Leid trägt über dieses Geschehen und über die Sünde, da kommt dann Gott herein. Gott wohnt nicht in jedem Herzen. In den hochmütigen Herzen, in den stolzen Herzen kann er nicht wohnen, weil die lassen ihn nicht ein. Und das ist so ähnlich wie zu Weihnachten. Die Weihnachtsgeschichte ist eine schöne Geschichte, die uns zeigt, dass Jesus als kleines Baby auch keinen Platz gehabt hat. Keiner hat Platz gehabt. Jede Herberge war bummvoll. Kein Platz für den Messias, für den Erlöser. Wir haben keinen Platz. Geht's weg. Ja, und so ist es heute auch. Jesus möchte in den Herzen der Menschen wohnen und sie ändern, aber sie sagen, keine Zeit, keine Ruhe, kein Platz, will ich nicht. Da sind so viele andere Dinge drinnen, dass kein Platz mehr ist. Und jetzt gibt es einen vielleicht unter euch, der sagt, mein Herz ist wie ein Stall. Ein schmutziges Herz. Da ist noch ein Ochs drinnen und ein Esel, so störrisch und so stur. Und sagt der Herr Jesus, nein, da komme ich nicht hinein, oder? Sagt er das nicht? Nein, er kommt, er geht in den Stall und dort wird er geboren. Also es ist ihm nicht zu schmutzig. Es ist ihm kein Herz zu hart und zu schmutzig. Aber wir müssen es aufmachen. Wir müssen es aufmachen und jeden Tag bitten, komm in mein Herz, Herr Jesus. Und dann kommt er. Und wenn dein Herz wie ein Stall ist und stinkt und nur mehr furchtbar finster ist, er kommt als Licht in dein Dunkel. Das ist Weihnachten. Er kommt in mein Herz und er wohnt bei denen, die zerschlagenen und demütigen Herzen sind, auf dass ich erquicke diejenigen, die gedemütigt und zerschlagen sind. Glücklich sind also die, die ihr Herz öffnen und den Herrn Jesus einlassen. Und wie geht das? Das geht ganz einfach durch den Heiligen Geist. Und das ist ein sehr schönes Wort, das wir dann sehen, dass gerade der David auch betet, gib mir ein neues Herz, gib mir einen neuen Geist und verlass mich nicht. Und das ist unser tägliches Gebet. Herr, komm in mein Herz, gib mir ein neues Herz und verändere du es. Schaffe in mir, Psalm 51, könnt ihr das nachlesen, Psalm 51, da betet er das von ganzem Herzen und Gott erhört dieses Gebet. Psalm 51 und hier Vers 12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ihr seht also, Herz und Geist gehören sehr eng zusammen. Das Herz ist also mein Innerstes, mein Geist. Und er sagt, bitte
Gib mir einen neuen Geist, ein neues Denken. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Und jetzt sagt er, bitte nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Er bittet um den Heiligen Geist. Und das ist jetzt das, was wir täglich tun können. Wir können um den Heiligen Geist bitten und sagen, komm in mein Herz, Herr Jesus, durch deinen Heiligen Geist. Ja? Und der Heilige Geist ist es, der dich erfreut und dir hilft und dich ermutigt und eine gute Motivation ist für dein Leben. Denn so wie dein Herz ist, ist dein Leben. Wenn dein Herz finster ist, ist dein Leben finster. Und das sieht man schon im Gesicht. Wenn dein Herz finster ist, dann brauchst du nur in den Spiegel schauen. Ganz böse sieht man das. Wenn dein Herz glücklich ist, dann sieht man das auch. In den Augen, im Gesicht. So wie das Herz ist, so bist du dann auch. Deshalb ist es so wichtig, komm zu Jesus und bitte du ihn, er möge dir ein neues Herz schenken. 2. Korintherbrief. Paulus schreibt es im Korintherbrief, im 2. Brief und sagt, wisst ihr, was dann passiert, wenn ihr euer Herz dem Heiligen Geist übergebt? Horcht einmal, was da anders wird jetzt. Der Herr ist der Geist. Es geht also um den Heiligen Geist. Und wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Wir werden frei. Frei von unserem alten Denken, frei von unserem alten Fühlen, frei von unserem alten Herzen. Und jetzt kommt's, es spiegelt sich bei uns allen, wo der Heilige Geist wohnt, in unserem Angesicht Gott wieder. Man merkt das. Gläubige Menschen schauen anders aus als ungläubige Menschen. Und wir werden verändert, sagt er. Wir werden verklärt von einer Herrlichkeit zur anderen durch den Heiligen Geist. Er verändert mich. Du brauchst dich ja nicht verändern, du kannst dich ja nicht einmal verändern. Du kannst ja nicht einmal ein Haar ändern, wenn es blond ist, schwarz machen oder ein schwarzes blond machen. Das geht nicht, du kannst dich nicht ändern. Aber komm zu Jesus und bitte ihn, schenk mir ein neues Herz. Bitte ihn um den Heiligen Geist. Das ist der Grund meines Glücklichseins. Wir haben zuerst gehört, dass wir Gerechtigkeit bekommen. Wenn wir hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit Gottes, dann rechnet er mir seine 100% zu. Und jetzt verleiht er mir seine Gerechtigkeit. Durch den Heiligen Geist verleiht er mir Kraft. Und jetzt ist es so, dass die Bibel uns sagt, wenn der Heilige Geist in meinem Herzen ist, dann ist die Liebe Gottes in meinem Herzen. Und dann ist das die Motivation für mein Tun. Mein Herz ist die Motivation für mein Tun. Und wenn Gott in meinem Herzen ist, dann drängt mich Gottes Liebe. Und da heißt es im Kapitel 5, im 2. Korinther, Vers 14, denn die Liebe Christi dringet mich. Und ihr werdet anders leben, weil ihr eine Motivation habt, die göttlich ist. Die Liebe Christi drängt mich. Und ich werde dann für Christus leben. Und so habe ich also im Gebet gesagt, schaff mir Gott ein reines Herz. Und das ist es, was uns so am Herzen liegt. Es gibt noch einen Text, den ich mit euch lesen möchte, den Paulus an die Gemeinde, an seinen Mitarbeiter Timotheus geschrieben hat. 1. Timotheus, Kapitel 5. Und da sagt er, im Thessalonicher Brief, an die Gemeinde in Thessalonik schreibt er das, Kapitel 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und zwar, wo beginnt die Heiligung, die Veränderung? In eurem Geist. Samt Seele und Leib werden verändert, müssen bewahrt bleiben, und unversehrt sein und unsträflich auf die Ankunft unseres Herrn Jesus. Und da hat jemand einmal dazu geschrieben, zu diesem Vers, durch und durch, nicht nur forniert. Versteht ihr, was das heißt? Es ist so vieles forniert. Wisst ihr, was das ist? Das ist nicht echtes Holz, das ist forniert. Das schaut nur so aus, als ob das Eiche ist, aber in Wirklichkeit ist das ein billiges
Pressholz und dann hat man eine Furnier drüber getan. Und das ist unser Leben oft. Oft ist unser Leben eine Furnier. Wir schauen nach außen hin so aus und geh einmal in eine Kirche hinein. Da glaubst du, das sind Marmorsäulen und dann klopfst du, das sind Holzsäulen. Die sind nur so furniert, die schaut nur so aus. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht nur so Christen ausschauen wie Christen, sondern wir wollen durch und durch Christen sein. Und das geht nur durch ein reines Herz. Und er schenkt es uns. Und das ist die wunderbare Botschaft. Und wer ein reines Herz hat, der ist glücklich. Denn das ist meine Motivation dann. Und es ist eine reine Motivation. Und ich bin deshalb glücklich, weil ich durch und durch von Gott verändert werde. Der Gott des Friedens ändert mich und ich bin dann echt, nicht nur furniert. Ich habe nicht nur eine Fassade, sondern ich bin dann ganz echt. Und diese Reinheit, ihr Lieben, ist dann so notwendig, dass wir dann auf der neuen Erde sein werden. Denn es heißt, die sind selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Wer von euch möchte nicht Gott schauen? Gott anschauen, von Angesicht zu Angesicht. Jetzt sehen wir ihn nicht, jetzt glauben wir nur, aber dann werden wir ihn sehen. Von Angesicht zu Angesicht. Aber das werden nur die sehen, die ein reines Herz haben. Und diejenigen, die ein reines Herz haben, werden auf der neuen Erde sein. Denn auf der neuen Erde wird es eine goldene Stadt geben und da sagt die Bibel, da wird nichts Unreines hineingehen. Deshalb bitte behaltet euch ein reines Herz. Behaltet euch reine Gedanken. Und wenn da unreine Gedanken kommen, sofort zu Jesus gehen. Herr Jesus, bitte ändere meine Gedanken, ändere meine Gefühle, ändere meinen Glauben. Das ist nicht richtig. Ich möchte durch und durch von dir geheiligt werden und nicht bloß nach außen hin. Denn ich möchte mit dir auf der neuen Erde sein. Ich möchte dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Und wie schön wird das sein, wenn wir dann Jesus sehen werden. Und dann ihn danken dürfen für das, was er für uns gemacht hat. Er rechnet nicht nur seine Gerechtigkeit uns zu, sondern jetzt, er verleiht uns auch die Kraft, gerecht zu leben durch das neue Herz. Er verändert uns und somit dürfen wir beten, lieber Gott, schenk uns ein reines Herz und wir wollen auf dieses reine Herz achten und das ist das Geheimnis des Glücklichseins, ein reines Herz. Ja, was glaubt ihr, welchen Baum die Schwester Rabic für diese Seligpreisung ausgewählt hat? Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Die fehlt mir noch. Die fehlt noch, aha. Aber sie hat einen anderen Baum ausgewählt. Die Birke. Aha, warum die Birke? Die Birke, oh, es schimmert hell und fein, die Birke an des Waldes Rhein. Wie die Braut am Traualtar stellt sie Unschuld Reinheit dar. Selig der in dieser Welt seine Seele rein erhält. Er wird einst in Himmelsauen Gottes liebend Antlitz schauen. Die Birke mit ihrer wunderschönen weißen Rinde erinnert uns an das reine weiße Herz. Lass uns miteinander beten. Unser lieber Gott und Vater, im Namen Jesu kommen wir zu dir und danken dir von ganzem Herzen, dass du es bist, der unsere Herzen verändert. Du rufst uns nur zu dir und so bitten wir dich von ganzem Herzen, ändere uns. Ändere unsere Motive, lass sie selbstlos werden. Schenk uns deinen Heiligen Geist, der von innen her uns heiligt und durch heiligt. Unser Geist samt Seele und Körper werden verändert, durch dich, Herr Jesus, der du, der Heilige Geist, bist in uns. Und so bitten wir dich, reinige du unsere Herzen, damit wir dich schauen dürfen, wenn du in den Wolken des Himmels kommst und dann auf der neuen Erde mit uns sein wirst. Danke, dass wir einen Grund zum Glücklichsein haben, nämlich ein reines Herz. Und das wollen wir bewahren und festhalten. Im Namen Jesu. Amen. Amen.